Jo, morgens und hallo. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt es ja eben gesehen. Ich habe mir gestern beim örtlichen Baustoffhandel oder auch Baumarkt einen Big Pack Split geholt. Und ich muss sagen, ich war echt begeistert. Also die Qualität passte. Ich habe dann gestern Abend noch schnell mir ein bisschen Split genommen, um das Ganze mal zu vergleichen. Und ich hoffe, man kann das jetzt sehen. In der Mitte, das ist jetzt der neue Split, den ich habe. Hier außen ist der letzte, den ich bekommen habe. Und auf der anderen Seite ist mein alter erster Split, den ich hatte. Das heißt also, mein erster und mein jetziger sehen fast von der Farbe her identisch aus, was ich sehr positiv finde. Hat also super geklappt. Was das Thema anbelangt, bin ich total begeistert. Ja, wir haben jetzt knapp 4 Tonnen Split. Das hat allerdings heute nicht ganz so geklappt, wie ich mir das erhofft habe. Also hier liegen jetzt knapp 3 Tonnen ungefähr, plus minus ein wenig. Dann habe ich noch 2 halbe Big Packs an Split an der Anlage liegen und dann habe ich noch einen Big Pack hier drin. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, hä, was ist das? Der fährt doch sonst einen ganz anderen Hänger, was kleineres. Richtig, was soll ich sagen? Also der Split scheint mir nicht gegönnt zu sein, man glaubt es nicht. Der Hänger hat heute bei der zweiten Fuhre, bei der zweiten, einen Flip gemacht. Für die, die nicht wissen, was das ist, 180 Grad gedreht. So, das soll es für heute Abend gewesen sein. Ciao, ciao und bis dann.